Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Konrad-Adenauer-Stiftung Belarus, in unserer Online-Gesprächsserie Coping with Covid setzen wir uns Woche für Woche mit verschiedenen nationalen Perspektiven auf die Pandemie auseinander und gucken uns an, welche Lösungsansätze es aus Staaten und Gesellschaften gibt, mit der Pandemie und den sie begleitenden Folgen umzugehen. Heute hatten wir Ausgabe 2 mit meinem Kollegen Matthias Schäfer, der für die Konrad-Adenauer-Stiftung das Büro in Shanghai leitet. Eine Stunde lang stand er uns Rede und Antwort über die chinesische Perspektive und Ansätze. Außerdem gab es einige spannende Hintergrundinformationen, wie die chinesische Gesellschaft und das Staatssystem funktionieren. Der schon bestehende Vorsprung Chinas, gerade im Vergleich zu Europa, weniger im Vergleich zu den USA, im Bereich der digitalen Wirtschaft, der hat im Grunde genommen durch die Situation während Covid in China nochmal einen Impuls erfahren, auf den wir uns jetzt strategisch auch auf jeden Fall einstellen müssen. Zunächst mal ist die chinesische Gesellschaft, ich meine, es ist ein großes Wort, ne? Man kann nicht 1,4 Milliarden Menschen über einen Kamm scheren. Die Gesellschaft in China ist viel, viel differenzierter, individualistischer, als das vielleicht in unser Muster passt, wenn wir über sozialistische, zentralistisch von einer Partei regierte Staaten nachdenken. Also unter dieser Oberfläche dessen, was wir so sehen, ist eine enorme Dynamik da. Diese Gesellschaft unvorstellbar, aus meiner Sicht sehr, sehr verschlossen und sehr schwer zugänglich ist. Und wenn man sozusagen unter die Oberfläche kommt, eine Ebene drunter, dann ist man nicht unter der Oberfläche, sondern man ist nur eine Ebene von der Oberfläche weg und es gibt nochmal 1500 weitere Ebenen. Und das ist alles sehr, sehr vielschichtig in China, sehr, sehr komplex. Ungefähr um den 20. Januar der Staatspräsident gesagt hat, dieses Virus ist da und es ist eine große Gefahr für uns. Da war im Grunde von heute auf morgen wie ein Schalter umgelegt. Es zeigt einfach auch, in welchem Maße Autorität des Präsidenten anerkannt wird im Hinblick darauf, dass wenn er sich sozusagen öffentlich zu einem Thema stellt, dass dann das gesamte Land sich auch in diese Richtung bewegen muss. Die volle Version des Gesprächs finden Sie unter dem unten stehenden Link. Wir freuen uns, wenn Sie reingucken und nächste Woche wieder dabei sind. Nächste Woche geht es um Israel. Schönen Gruß, Kas Belarus.